das Wort erteilen. Ich stelle ihn kurz vor. Herr Terpe, Harald ist Arzt, war bis 2005 Oberarzt am Klinikum in Rostock, kommt politisch aus der Bürgerbewegung in der ehemaligen DDR, ist da seit 1989 im Neuen Forum engagiert gewesen, ist jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages, und zwar schon seit dem Jahr 2005, also jetzt in seiner zweiten Legislaturperiode, wenn ich das richtig rechne, und ist im Bundestag in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Obmann im Ausschuss für Gesundheit und auch Sprecher für Drogen- und für Suchtpolitik. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, als wir uns mit der Thematik E-Zigarette zum ersten Mal auseinandergesetzt haben. Das ist so 2 Jahre her. Es gab Druck, Regulierungsdruck aus NRW. Da wollte die grüne Gesundheitsministerin das als Arzneimittel verbieten. Dass Harald da bereit gewesen ist, in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter eine kleine Anfrage im Parlament zu stellen, wo wir nochmal so die Risiken und die Regulierungsmöglichkeiten angedacht hatten, abgefragt hatten, Harald das abgefragt hat. Und jetzt kurz vor unserer Parteitags-BDK, unserem Bundesparteitag, hat die grüne Bundestagsfraktion, ich denke mir auf Initiative von Harald auch hin, einen Antrag eingebracht zur E-Zigarette. Und zwar einen Antrag, der abzielt auf die Novellierung der sogenannten EU-Tabakprodukte-Richtlinie. Im Zuge dieser Tabakprodukte-Richtlinie, möchte ich kurz voranstellen, soll bei relativ niedrigen Konzentrationen, also Nikotinkonzentrationen in Liquids, die Liquids dann als Arzneimittel und damit als zulassungsbedürftige Arzneimittel eingestuft werden, was unseres Erachtens sozusagen für den Gebrauch als User der E-Zigarette das Ende bedeuten würde. Und da hat halt Harald einen Antrag eingebracht, den, denke ich mir, wirst du jetzt selber kurz vorstellen können. Ja, vielen Dank. Ja, also guten Abend an das interessante Publikum. Mir ist ja nun ein bisschen die Fragemöglichkeit auch abgeschnitten worden. Ich hatte sonst den Thomas noch gefragt, auf welcher Grundlage denn dort Formaldehyd oder Acetaldehyd entstehen würde, nach deiner Meinung, aus welchen Liquidbestandteilen das herrührt. Das würde vielleicht auch ein bisschen auf diese Streitfrage, ist das nur eigentlich von woanders her emittiert oder kann es eine reale chemische Grundlage im Liquid sein? Das müsste eigentlich nochmal beantwortet werden. Das wäre meine Frage. Wenn du das nachher vielleicht mitmachst oder so, würde mich das auch ein Stück weiterbringen. Dann möchte ich eigentlich mal so ein bisschen einsteigen auf der einen Seite, was sind eigentlich meine Erfahrungen im Tabakrauchen und wie bin ich sozusagen mit der E-Zigarette eigentlich konfrontiert worden. Zu dem Tabakrauchen, also durchaus auch geraucht in meiner früheren Zeit, sagen wir mal, war allerdings vom Raucherprofil her nie so ein Süchtiger. Ich konnte also auch lang aufhören, war sicherlich auch ein Vorteil nachher für den Ausstieg aus dem Rauchen, dass ich also so eine richtige Entwöhnung gar nicht brauchte, weil eine Gewöhnung nicht so richtig da war. Also das ist das eine, aber ich bin vor allen Dingen fachlich in der Medizin mit den Folgen von Tabakrauchen konfrontiert gewesen, einmal mit den direkten Folgen, weil ich viele Tumoruntersuchungen gemacht habe an Patienten, das ist das eine, und weil ich mich in der Vorlesung in Rostock auch epidemiologisch und wissenschaftlich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, und da war schon relativ naheliegend, dass eigentlich egal, was mit der E-Zigarette dann war, für mich schon von vornherein klar war, dass die E-Zigarette, das
zwar instinktiv schon, natürlich das ungefährlichere Produkt ist. Und von daher auch ein sehr pragmatischer Zugang überhaupt möglich war, ne? weil davon für mich auch von vornherein klar war, jetzt kann man nicht die E-Zigarette sozusagen gar noch stärker regulieren oder anders regulieren, also stärker regulieren als die konventionelle Zigarette. Das ist dann natürlich auch einfach, sowas dann auch politisch nach außen zu tragen, und hat mich also auch relativ sicher gemacht, dass ich mich, als das in NRW war, da eben mit einer anderen Nuancierung in dieses Thema eingebracht habe. Kommen wir aber zu der Frage, wie, oder vielleicht noch einen dritten Aspekt. Wir haben ja in Deutschland dann auch häufig schnell die Diskussion, also wir kommen besonders weit, wenn wir jetzt irgendetwas verbieten. Ja, da wird ja immer gesagt, das mag ja sozusagen in der Kaiserzeit und mit Pickelhaube auch gut funktioniert haben, ne? Wenn da der Polizist um die Ecke kam und so eine Haube aufhatte, dann hatten alle Angst in der Gesellschaft, und dann war das vielleicht tatsächlich so, dass man schnell was verbieten konnte, und in Diktaturen war es vielleicht auch einfacher. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir doch alle die Erfahrung gemacht, verbiete doch mal was, deswegen ist der Nachschub trotzdem da. Ja, also insofern ist auch von der Frage her ist eigentlich völliger Unsinn, zu sagen, ich gehe jetzt mal hin und verbiete das, in der Hoffnung, dann ist es weg, mitnichten wird es weg sein. Was man aber immer beobachten kann, ist, wenn man so vorgeht, dass man für das Thema Verbraucherschutz sich eigentlich einen Bärendienst erwiesen hat, weil dann eben im Grunde genommen in der sogenannten Illegalität einem alles Mögliche sozusagen untergejubelt wird, was also qualitätsgesichert auf jeden Fall nicht ist. Und deswegen ist auch der Ansatz, das zu verbieten, natürlich der Einstieg in eine nicht qualitätsgesicherte Versorgung mit E-Zigaretten. Also es sind praktisch die drei Punkte, wo man sich relativ sicher sein kann, das sind jedenfalls diese Verbotsarie da, sowohl weder wissenschaftlich noch pragmatisch irgendeinen Sinn macht. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz schwierigen Punkt. Das ist nämlich die Frage Tabakprodukte-Richtlinie Europa. Da werden sich die meisten vielleicht nichts vorstellen können. Ich bin aber seit Jahren Europaberichterstatter für Gesundheitsfragen und habe lernen müssen. Mikrofon bitte ein bisschen dichter am Boden. Gut, ja, jetzt wieder. Ich bin seit, ja, mache also seit Jahren Berichterstatter für Europafragen im Gesundheits-, also europarechtliche Fragen im Gesundheitswesen. Und habe lernen müssen, oder weiß das jetzt ganz klar, dass eine Richtlinie in Europa verfasst, die Nationalstaaten in Europa zwingt, gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen. Also, wenn wir in Europa eine Richtlinie nicht aufhalten können, haben wir plötzlich den Zwang, jedenfalls nach den Europa-Verträgen, den Zwang, eine gesetzliche Regelung in Deutschland zu schaffen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt in der Diskussion um diese Tabakrichtlinie aus Europa in Deutschland eine politisch kritische Masse aufbringen, die unsere Regierung dazu antreibt, in Europa sich gegen diese Richtlinie zur Wehr zu setzen. Das ist durchaus etwas anderes, als wir im parlamentarischen System der Bundesrepublik gewöhnt sind. Da müssen wir zunächst erstmal auf das Parlament einwirken. Hier ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Hier muss das Parlament eine Mehrheit in Deutschland sozusagen organisieren. Dann aber auf die Regierung einwirken, in der Hoffnung, dass die Regierung das dann in Europa auch macht. Also wir haben sozusagen dieses direkte, den direkten Einfluss, die direkte Abstimmungskontrolle über das Verhalten der Regierung in Europa nicht. Das ist eine Schwierigkeit. Naja gut, da ist natürlich schon die Erfahrung, wenn ein Mitgliedstaat so wie Deutschland, ja, so groß wie er ist, gegen irgendetwas Veto einlegt, dann geht auch die Kommission daran nicht vorbei. Wir haben aber
eher die Erfahrung machen müssen, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte vor allen Dingen Deutschland sich einen Scheißdreck darum gekehrt hat, was in Europa, da haben sie das alles nicht. Deswegen sind viele Richtlinien durchgesetzt worden, wo Deutschland auch gar keinen Einfluss genommen hat. Ich wollte nur sagen, wo da die Schwierigkeit liegt. Und unser Antrag, ich werde ihn überhaupt nicht in Gänze vorstellen, weil wir ja heute das Thema E-Zigarette haben und die anderen Begleitsachen, die wir da im Antrag auch noch alle verarbeitet haben. Aber was die E-Zigarette betrifft, haben wir das aufgenommen und wollen, dass das, was in der Europa-Tabakrichtlinie, dem Vorschlag der Tabakrichtlinie gesagt wird, dass das nicht umgesetzt wird, weil das darauf hinausläuft, dass wir, zwar ist der Grenzwert noch unklar, aber dass es im Grunde in der Richtung darauf hinausläuft, die Liquids als Arzneimittel, als Medikamente sozusagen zu klassifizieren. Und das bedeutet im Kern, wenn das so durchkommen würde, müssten wir in Deutschland unser Arzneimittelgesetz in die Richtung ändern, zunächst. Und das würde bedeuten, dass auf jeden Fall arzneimittelrechtliche Grundsätze auf die Liquids von der E-Zigarette zutreffen würden. Und wenn man sich das jetzt versucht mal auszumalen, was das auf jeden Fall bedeutet, im Mindesten würde es bedeuten, dass für Jahre sozusagen der dann reguläre Nachschub, nämlich Liquid als Arzneimittel, gestoppt wäre, wir im Grunde auf Jahre hin in der Illegalität mit den Liquids wären. Ich kann nicht ganz genau sagen, was das für den Preis bedeutet. Ich würde mal auch denken, für den Preis würde das nach oben gehen, sage ich mal so, würde ich annehmen. Aber es gibt noch ein ganz anderes großes Problem. Deutschland hat in seiner Arzneimittelgesetzgebung eigentlich das Prinzip, dass es eine Firma geben muss, die einen Antrag auf Arzneimittel stellt, das dann zugelassen wird. Also es ist dann nicht mehr, wollen wir sagen, das Parlament oder irgendeine Bundesoberbehörde oder sonst irgendjemand oder gar ein Verein oder die Öffentlichkeit, die das anschieben kann, sondern man ist auf die Gnade eines Pharmakonzerns oder eines Arzneimittelherstellers angewiesen, ob er überhaupt den Antrag auf Zulassung eines Liquids als Arzneimittel stellt. Und das auch macht natürlich auch eine Verzögerung. Zumal wir ja bisher überhaupt nicht den Ansatz haben, dass Liquids als in seinem Nutzen als Arzneimittel verwendet wird. Wird es ja gar nicht, sondern es wird als oder sonst irgendwie verwenden. Also das sind die Schwierigkeiten, wenn man das als Arzneimittel hätte, die ich sehe aktuell, vielleicht kommen andere noch dazu, die ich aber jetzt nicht überblicke. Und deswegen wehren wir uns mit dem Antrag gegen diese Richtlinie in Europa und hoffen, dass wir davon auch andere im Parlament überzeugen können und insbesondere auch die Regierung überzeugen können, dass sie dann nachher in Europa auch Einfluss nehmen. Damit will ich es jetzt erstmal lassen, aber hat ja lange genug gedauert. Aber ich glaube, die Zusammenhänge waren dann auch schon mal wichtig, wie ich das einschätze. Ja, vielen Dank, Harald. Das war selbsterklärend, würde ich sagen. Und ich denke mir, der Antrag der Grünen Bundestagsfraktion war auf jeden Fall ein starkes Signal, so wie ich das doch sehe.